Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche, und wir haben das letzte Mal das Blutritual durchgeführt, sind jetzt mit Aela der Jägerin unterwegs und versuchen da oben die bösen Boom, die silberne Hand, einfach mal klar zu machen. Dann schauen wir mal, wie wir darauf kommen. Was haben wir da ausgerüstet? Nämlich gar nichts. Dann schleichen wir. Galgenfelsen entdeckt. Den hat's aber schön überworfen. Wo ist denn der hin? Ich werde euch vernichten. Da oben ist einer, gell? Ha! Sollen wir die gleich plündern oder erst nachher, hä? Also hier oben ist alles klar. Bubu Silberschwert nehmen wir. Jagdbogen, Eisenpfeile, Gold, Silberbahn. Und die Rüstung kannst du dir behalten. Ja, der Eingang scheint unten zu sein. Da ist ja auch einer gestorben hier. Nur wo? Ach, da liegt er ja schon. Ah, es ist finster und ich sehe nicht so gut. Eisenpfeile, Gold, und gehen wir da rein einmal, ja? So, jetzt sollten wir mal nachschauen, auch ob wir die Fähigkeit des Werwolfs nicht in die Shortcut-Leiste reintun können. Na, komm. Seht ihr das? Schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skior reingeplatzt ist. Ja, unbedingt. Das kann ich ja wirklich. Es riecht ziemlich streng. Ah, Koboldschimmel ist echt wichtig bei der Alchemie. Und jetzt ganz leise, Leute. So ein guter Gefährte sind wir auch noch nicht. Ist da jemand? Na gut, das war wohl nix, und jetzt nehmen wir was für Schwert der Himmelschmiede, ja? Nun gut, das war ja auch nicht schlecht. Silberschwert. Die sind echt was wert, darum nehmen wir das Zeug auch gleich mit. Da Zaubertränke, Lederstreifen, beschädigtes Buch, Pferdefell, und ja, ist ja auch was.
Also von wegen überrumpeln und so, das war jetzt nicht der Fall. Knoblauch ist das. Aha, super. Egal. Knoblauch brauchen wir auch für die Heiltränke, die wir sicher des Öfteren noch brauchen werden. Da drüben ist nichts mehr. Da ist alles klar. Und in der Truhe ist sicher Gold, ja. Amethyst und Zaubertrank. Gut so, und wir wollten ja nachschauen, ob Zerstörungsschreie Kräfte, was ist mit den Kräften? Kampfschreien, Bestiengestalt. Wir werden das vielleicht ausprobieren. Ich tue es einmal rein in die Shortcut-Liste, ja. Und da hängt ja auch was. Ja, schaut euch das an. Ja, schau nicht niemand, hin. Niemand, den wir kennen, dem Geruch nach zu urteilen. Es gibt Leute, die dem Tier in sich verfallen, wild werden. So wie diesem armen Kerl hätte es je gegeben. Wir sollten weitergehen. Was ist denn da drin? Aha, genau. Verflixt. Jetzt steig mir nicht auf die Schuhe da hinten. Wir gehen ja schon weiter. Was? Ich mache den Raum dann klar. Nachher. Verkohltes Kieferfell brauchen wir. Schwarzer Kiefer ist ganz was anderes. Wir müssen da rein und das schaue ich mir nachher an. Okay. Machen wir das so. Diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt, das heißt, wir müssen doch da rein, ne? Und das erste, was der Doso da macht, ist Pilze sammeln. Ist ja mal wieder klar. Wundert mich nicht, dass es hier auch Ungeziefer gibt. Was? Könnt ihr nicht gewinnen? Ja, na klar nicht. Ah, wir durchsuchen das nachher. Gnade, ja, ja. Gnade gibt's da keine, leider. Da waren doch zwei, oder? Eine Druckplatte? Ja, ja. Wer ist denn jetzt darüber gelatscht? Das kann nicht ich gewesen sein. Ah, Gefängniszellen. Ihnen können wir nicht mehr helfen. Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle vor ihrem Tod angetan haben. Zerschlissene Hose? Na gut. Der hat dann nicht mehr viel gehabt. Ah. Das jetzt schon? Viel Feuer um nix, ist ja klar wieder mal. Dose hat schon wieder so viel Angst.
Silberschwert, Langbogen, der hat auch einen gewissen Wert, Eisenpfeile, Gold. Und du auch noch. Naja, da ist nichts mehr. Was ist denn da hinten? Das ist eine Spitzhacke. Zaubertrank der Ausdauer und beschädigtes Buch. Weizen, ja, gut so. Und jetzt glaube ich, kommen wir der Sache schon ganz nahe. Schaufel, was haben denn die da getan? Verkramt die Jungs da oder was ist denn da los? Tornister? Unsterbliches Blut, Zaubertrank, Stiefelkleidung. Komm mal, Jäger, wir gehen's an jetzt. Hier drüben! Ja, wir müssen uns da wieder ein wenig heilen, ja? Aber rasch. Gefällt euch das? Mehr habt ihr nicht völlig fertig. Das ist euer Ende. Na, lass das sein. Komm her, Adronach, komm. Hilf uns. Wo ist denn die? Da oben. Jetzt können wir uns verstecken auch noch. Weil die ist ja echt zäh da oben. Machen wir das im Nahkampf? Wir machen das im Nahkampf. Wir haben da ja auch ein Zwergenstreitkolben. Und noch was anderes. Ein Schwert. Es war gar nicht. Wo seid ihr? Da seid ihr ja. Ihr werdet ja. Oh oh. Die hat da Zauberpfeile. Das kann nicht sein. Zaubertrank Gesundheit verstärken. Okay, und dann. Bubu, hallo. Und noch einmal Zaubertrank, ja? Okay. Das ist euer Ende. Und da ist ja noch wer. Ach so, die. Schon wieder. So, jetzt müssen wir aber ins Inventar, Leute. Das kann nicht sein. Zaubertränke, wir haben da. Zaubertrank der Heilung, ja. Da trinken wir gleich einen. Zwei. Und dann rüsten wir uns auch gleich wieder aus, ja. Ist Aiela jetzt kaputt? Kann er nicht sein. Das gibt es doch nicht, verflixt nochmal.
uns in die Bestie verwandeln sollen. Ne? Das wäre vielleicht was gewesen. Falkenfedern kommen gut. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Ja, ich werde dann alles durchsuchen da, weil das kann ja nicht sein, dass die uns so... Die mit den Zauberpfeilen, ja? Was waren das? Orkische Pfeile. Kaiserlicher? Oh, was haben denn die da? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir machen das nachher klar. Gehört mir! Ja, gehört mir! Ja. Ja Leute, ich weiß nicht, wie lange das hier jetzt so weitergeht. Aha, kommt ja gut. Aber wir schauen mal darunter. Wo müssen wir da hin? Darüber? Perfekt, das ging ja rasch. Da ist nur was zum Durchsuchen. Distelzweig und Geldbeutel. Zaubertränke der Heilung und da. Na. Nehmen wir doch gleich alles. Egal, Ayela, komm mit. Jetzt geht's los. Wir werden da jetzt nichts verstärken. Ja. Wir sind fast da. Vorsicht. Sie nennen ihn den Hauptabzieher. Ja, wenn das so ist, dann werden wir gleich einmal speichern. Und wieder mal ganz leise. Ah, da ist eine Tür. Das war wieder notwendig. Der Dodo schaut in jede blöde Kiste rein. Aber wir machen das jetzt so, Leute. Na? Ayela und ich verabschieden uns jetzt. Und machen hier einen Schnitt für das große Finale, da beim nächsten Mal. Ist das okay? Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.